So, hallo, willkommen zu meinem kleinen Testvideo. Und zwar teste ich heute mal die Aufnahme mit DxStory. Ja, weil mir Fraps ein paar Probleme bereitet. Unter anderem ist meine eigene Stimme viel zu leise und es ist ein bisschen problematisch, dass Fraps mir meinen Ton in eine Tonspur reindrückt. Also nur meine Stimme und den Ingame-Sound in eine Tonspur. Weil ich manchmal doch gerne meine Stimme editieren möchte und bestimmte Sachen, die passieren, rauszuschneiden und dann nicht unbedingt den ganzen Ingame-Sound mit rausschneiden will. Deswegen probiere ich mal jetzt DxStory aus, wie das so von der Qualität her und allem ist. Und wie es so läuft. Ob meine Stimme hier jetzt besser zur Geltung kommt und ob das dann auch klappt, wenn ich bestimmte Sachen dann aus den Tonspuren rausschneide, die dann doch ein bisschen ärgerlich sind. Diejenigen von euch, die meine ersten Drackensang-Videos gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Oder auch die Spielevorstellung von Hammerfall. Ja, dieses Mal spiele ich als Ranger. In der Spielevorstellung habe ich ja den Magier genommen. So. Der Ranger spielt sich schon ein bisschen anders als der Magier, aber ist auch eigentlich nur ein Fernkämpfer und hat es deswegen auch ein bisschen leichter. Im Gegensatz zum Paladin. Der Paladin lässt sich eigentlich von allen drei Klassen gefühlt am schwierigsten spielen, weil er auch halt am meisten, vor allem gegen feindliche Fernkämpfer, ziemlich viel einstecken muss. Joa. Der Ranger hier, der kann Bomben als Fähigkeit legen, Bomben legen als Fähigkeit, so rum. Und er hat auch eine höhere Reichweite als der Magier und seine Pfeile gehen auch durch Gegner durch. Und wie man hier gerade sieht, je weiter die Gegner von mir weg sind, desto weniger Schaden mache ich an ihm. Nehmen wir mal den Käfer hier als Beispiel. 3 Schaden, 6 Schaden, 8, 10. Hat man gesehen, je näher der Gegner mir kam, desto mehr Schaden habe ich ihm gemacht. Also gleicht sich das mit der Reichweite schon ein bisschen aus. Und außerdem besitze ich im Gegensatz zum Magier keinen Flächenschaden. Was auch ein bisschen blöd ist. Obwohl blöd ist es nicht, das ist halt gut balanced. Und was ich auch sagen muss, ist, an dem Spiel so toll finde, ist die Musik. Die wirkt sich richtig stimmig zu dem Spiel aus. Mir macht das Spiel auf jeden Fall Riesenfreude. Ah ja. Was könnte ich jetzt noch sagen in dem kleinen Testvideo? Also ich will ja eigentlich nicht zu viel sagen. Ach ja, ich habe das Spiel. Ja, dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen was über das Spiel sagen. Ich habe es ja offscreen dann noch ein bisschen selber alleine weitergespielt, die Beta hier. Und bin zum Beispiel auf ein kleines, nach einem schicken Rätsel auf ein kleines Bonuslevel voller Skelette gestoßen, die dann doch ein bisschen herausfordernder waren. Und wenn sie ziemlich schnell gestorben sind, sind sie aus ihren Löchern so schnell wieder respawned, dass es schon ziemlich heftig zugegangen ist. Vor allem dann, wenn es Skelettbogenschützen waren. Ich habe es auch schon geschafft, bis zum ersten Endgegner zu schaffen, eine Riesenlarve, die ziemlich heftig ist. Also, wenn ich das Spiel Let's Playen sollte, dann nehme ich unendlich Leben und nicht nur begrenzt, weil das kann dann schon ziemlich schwierig sein und ich möchte das Spiel nicht unbedingt als Roguelike spielen und wieder von vorne anfangen, wenn ich sterbe. Das würde mir nämlich den Spaß nehmen und euch wahrscheinlich auf Dauer auch langweilig werden. Ja. Ich hoffe mal, dass mit DxStory hier jetzt meine Aufnahmen etwas besser werden als mit Fraps. Vor allem was die Lautstärke meiner Stimme angeht, aber mal sehen. Ich werde dieses Testvideo auf jeden Fall mal hochladen, dann könnt ihr euch selber eine Meinung machen und sie mir sagen. Hier noch die Gegner wegbomben und ich glaube, dann lassen wir das dann auch mit dem Vorstellungsvideo. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick darin und sagt mir eure Meinung. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt. Bis dann.